so sprechen charismatische chefs charismatische chefs wählen andere worte starke worte und plötzlich wird zugehört diesen chefs und chefinnen wird zugehört und warum das so ist darum geht es heute hier in dieser folge sicke hier schön dass du dabei bist und was das Geheimnis ist von charismatischen Chefs und dass das nichts ist, was sozusagen nur ganz wenigen vorbehalten ist, was niemand sonst lernen kann, dafür gehe ich heute los. Denn Charisma ist etwas, was jeder lernen kann, auch jeder Chef und jede Chefin. Nur weil du es jetzt noch nicht hast, ist keine Aussage darüber, dass man es nicht lernen kann. Aber was ich dir sagen kann, ist, wenn du ganz unsicher bist, habe ich Charisma oder habe ich es nicht oder wenn wie viel, hm. Kann ich von hier aus nicht sagen, aber ich kann dir drei Sachen mitgeben. Wo du schon mal einen Indiz hast, ein Kompass, ob das so die Richtung ist, wo du sagst, uh, da ist es ein bisschen schwierig. Also, ein Chef mit keinem Charisma, also der Charisma noch nicht entwickelt hat, merkt es oft an drei Indizien. Erstens, die Mitarbeiter hören nicht zu. Höre ich auch oft hier in der Zusammenarbeit mit meinen Unternehmerinnen und Unternehmern in den ähm, Beratungscalls, dass sie das ganz oft sagen: Meine Mitarbeiter tanzen mir auf dem Kopf rum. Zweite Geschichte ist, was denkst du? Richtig, das Problem mit Kunden. Ganz oft höre ich, dass dann gesagt wird: Kunden sind undankbar. Wir erleben das zum Beispiel gar nicht in der Zusammenarbeit, dass Kunden undankbar sind. Aber ich höre die Beschwerde ganz oft: ja, der Kunde irgendwie wird plötzlich komisch. Und aus dem komisch wird undankbar und aus dem undankbar wird halt ein anstrengender Beschwerdekunde. Dritte Geschichte ist Nummer drei Dienstleister. Viele viele Unternehmerinnen und Unternehmer arbeiten natürlich auch mit Dienstleistern und es werden immer mehr, weil wir sind in einer sehr flexiblen Gesellschaft angelangt, wo wir sehr schnell reagieren. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit tollen Dienstleistern auch ein Geschenk. Nun was höre ich oft? In den Beratungskursen, die Dienstleister sind unverschämt, die Dienstleister bringen ihre Leistungen nicht und gehen dann noch in die Rechtfertigungshaltung, anstatt um es einfach in Ordnung zu bringen. Und das höre ich ganz oft. Das sind diese drei Sachen. Und wenn du von diesen drei Sachen zwei für dich identifizieren kannst, wo du sagst, da hakt es, dann ist diese Folge für dich mit Sicherheit sehr, sehr wichtig, denn Du kannst ja Charisma lernen. Und wenn du in deinem Umfeld jemanden hast, wo du sagst, ist so ein guter Kerl, ist so ein guter Chef, aber der reibt sich an diesen Punkten auf, dann schick doch mal die Folge hin. Vielleicht kannst du ihm da ein Stück helfen. Also drei Sachen, die sofort helfen. Die erste Geschichte ist darauf, wirklich zu verstehen, was machen charismatische Chefs anders. Ist zu verstehen, sie sprechen anders. Sie haben ein anderes Sprachmuster. Sie haben verstanden, dass. Worte wirken, Worte wirken, langweilige Worte wirken langweilig. Aber was macht hier den Unterschied? Den Unterschied macht, dass charismatische Chefs sich trauen, ihre eigene Sprechweise zu sprechen. In ihrer ganz eigenen Sprache. Ich weiß, dass noch vor ein paar Monaten jemand total geschmunzelt hat, weil ich ganz oft sage bei einer Idee, okay, die muss ich erstmal für Stoff wechseln. Für Stoffwechseln heißt für mich, ich muss das nochmal geistig durchkneten. So, damit ich dann weiß, was da zu tun ist. Eine andere Kunde von mir sagte mal, hey Silke, irgendwie, ich glaube, ich bin jetzt fritscherisiert. Da mussten wir alle lachen, was meinte er damit? Er meinte damit, es hat jetzt Klick gemacht. Jetzt hat er für sich ein System gefunden, wie er als Chef Zeit für sich selbst hat. Aber auch sich traut, der Chef zu sein, der er sein will. Es gibt ja völlig verschiedene Cheftypen und Charismatypen. So, und nicht eben immer alles nachzuplappern. Wir sind ja in so einer Spracharmut gelandet. Und ich bin da sehr, mir ist das am Ende nicht so wichtig, ob ein 23-Jähriger sagt, irgendwie so voll geil. Ja, das, das ist völlig in Ordnung. Nur, du musst einfach wissen, eine Spracharmut, und darum geht es ja hier, hier geht es um charismatische Chefs, führt zu einer Gefühlsarmut. Spracharmut ist gleich Gefühlsarmut. Denn unser Gehirn hört zu, während wir sprechen. Unser Gehirn hört, was wir sagen und macht eine Rückkopplungsschleife zu unseren Gefühlen und zwar in weniger als 100 Millisekunden, so tack. Was meinst du, wenn du jemanden fragst, hey, wie findest du das Produkt und du hörst dann sowas wie ey, das ist endkranke Scheiße. Das soll noch ein Kompliment sein, neulich sagte einer so voll coole Scheiße. <laughs> das war ein Kompliment, musst du dazu schreiben Klammer auf war Kompliment, Klammer zu. Natürlich kann man jetzt sagen, Hey, das ist jetzt irgendwie die moderne Sprache. Aber darum geht es nicht. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, das zu machen, was der Mainstream macht. Es geht darum zu machen, zu verstehen, warum charismatische Chefs ihre Ergebnisse in kürzester Zeit verdoppeln, wo andere dahin dümpeln. Warum bei charismatischen Chefs Mitarbeiter zuhören? bei Präsentationen zugehört wird, wenn sie auf der Bühne stehen wird, zugehört, das ist ein Riesenunterschied. Und das Wichtigste ist jetzt hier im ersten Punkt, ist, finde deine eigene Sprache. Einfach verstehen, Worte wirken, wenn sie deine sind. Im nächsten Schritt, im zweiten Punkt, ist eine Geschichte noch viel wichtiger zu verstehen, welche Worte besonders wirken. Und da haben wir festgestellt, nachdem wir in den letzten 15 Jahren mal immer Statistik geführt haben, welche unserer Unternehmer, Unternehmerinnen, die wir begleiten, gehen besonders schnell durch die Decke und haben festgestellt, dass das diejenigen sind, die ein Charisma ausgebildet und entwickelt haben, indem sie besonders viele Werben nutzen. Also Werben, warum? Warum ist das, wenn man sagt kämpfen, umsetzen, anpacken, erledigen, warum sind Verben, wenn sie mehr benutzt werden als Substantive, so anders in ihre Wirkung. Naja, weil in den Verben wohnt die Emotion. Und ein Mensch mit Emotionen, und da meine ich nicht irgendwie Hysterie, sondern Emotion, lebendig sein, Ausstrahlung zu haben. Emotion ist im Grunde genommen die Batterie, die dein Charisma auffüllt. Ein Mensch ohne Emotionen wird kaum Charisma haben. Get nicht. So, und das ist genau der Punkt. Die trauen sich, Dinge zu sagen. Und diese aktive Sprache, Verben nutzen es, eine aktive Sprache führt zu einer aktiven Haltung. Und zwar nutzen sie doppelt so viele Verben wie andere Chefs. Müssen wir uns jetzt nicht wundern, warum im Moment, im Moment wir tun alles dafür, das zu verändern. nur etwa 5% aller chefs und chefinnen charismatisch sind. 95% sind es nicht. und das ist sehr schade, weil das oft chefs sind, die richtig was auf der pfanne haben, das erfahrene chefs sind, die schon wirklich wissen, wie es im leben zugeht, und dann lassen sie sich irgendwie die butter vom brot nehmen, weil sie einfach denken, man könnte charisma nicht lernen, und dann lassen sie andere an sich vorbeiziehen. schade. Im dritten Punkt wird nochmal klar, warum bestimmte charismatische Chefs sogar eine fast magnetische Anziehung haben. Die magnetische Anziehung des Geheimnis, also eines von vielen Charisma-Wirkungen, die nach außen gehen, ist, dass ein charismatischer Chef immer da ist, da ist wo er gerade spricht. Das heißt, der andere wird in dieser Sekunde, wo, der, wo er angesprochen wird, auch wirklich angesprochen. Bei den meisten Chefs, die haben schon irgendwas anderes im Kopf, die sind nicht im Hier und Jetzt. Die reden. Ja, hier kannst du mal noch irgendwie das übernehmen und dann haben die aber schon im Kopf, muss gleich einen Kunden anrufen, da hinten hat es geklingelt, die sind nicht da, die sehen noch nicht mal ihren Mitarbeiter, dem sie gerade etwas sagen, die sehen noch mal nicht ihren Kunden, da wird irgendwas geantwortet, eine Antwort, die sie schon 500 Mal gegeben haben, aber in der wo sie so denken, 80-20 wird schon irgendwie reichen und weiter, nein, das machen charismatische Chefs nicht. Wenn die mit einem Menschen sprechen, sind sie in dieser Sekunde auch im Hier und Jetzt und unterschätzen niemals diese Kraft, die das hinterlässt, denn der andere fühlt sich in diesem Moment was? Richtig, gesehen. Er oder sie fühlt sich gesehen und das macht einen riesigen Unterschied. In der Kundenbetreuung, der Kunde fühlt sich gesehen, der Mitarbeiter hält viel aus. Und wird an deiner Seite sein und dem, dich mit unterstützen, wenn er merkt, da ist ehrliche Wertschätzung. Und der erste Schritt ist, dass du ihn überhaupt siehst. Und die dritte Sache ist, auch wenn du mit einem Dienstleister was zu klären hast, kannst du es nur im Jetzt und Hier klären, indem du einfach sagst, hier ist eine Grenze, bis dahin und nicht weiter. Indem du klare, kraftvolle, werbenstarke Worte findest, die im Jetzt wohnen. Und diese drei Sachen, Machen eine Veränderung, die ganz enorm ist. Oft wird bei mir gesagt, ja, warum machen deine Kunden so Riesensprünge? Das ist einer von fünf Gründen, die richtig reinhauen. Und wenn du für dich einfach mal rausfinden willst, wie viel Charisma in dir vorveranlagt ist und was dich einfach vielleicht daran hindert, manchmal sind es ja nur ganz kleine Sachen, eine charismatische Chefin zu werden, charismatische Chef zu werden, dann hol dir mal einen Termin. denn das ist ganz wichtig, gerade für dieses Jahr, jetzt für dieses, diesen Shift. Wir brauchen viel mehr Chefin und Chefs, die charismatisch sind. Also hol dir mal ein erstes Gespräch und dann gucken wir mal, wo du stehst und wo du stehen könntest. Trau dich, du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.